Grüß Gott, mein Name ist Pater Ling. Ich habe heute am 1.9.2011 ein sogenanntes Gutachten zugestellt bekommen bezüglich der Gültigkeit meiner Priesterweihe. Ich habe zu der Thematik, dem Strafprozess gegen mich, schon früher ein Video veröffentlicht, Verteidigung im Strafprozess. Darin habe ich meine Verteidigungsschrift vorgelesen, die ich auch bei der Hauptverhandlung damals vorgelesen habe. Und zu dem Gutachten von heute habe ich eine Pressemeldung geschrieben, Thomas Schüller kontra Kirchenrecht, die ich jetzt vorlesen werde. Thomas Schüller kontra Kirchenrecht zur Priesterweihe von Pater Rolf Hermann Lingen. Gegen den Verfasser, et est den römisch-katholischen Priester Pater Rolf Hermann Lingen, wurde am 17.08.2011, Zustellung heute, 1.9.2011, ein sogenanntes Gutachten verfasst. Es ist somit davon auszugehen, dass der Angeklagte ein gültig geweihter Priester ist. Der Angeklagte gehört keinem Inkarnationsverband an. Er gehört zu den sogenannten akephalen Priestern, wörtlich kopflosen Priestern, da er keinem Inkarnationsverband zugehört. Auch wenn der Angeklagte gültig geweihter Priester ist, so ist er dennoch nicht römisch-katholischer Priester. Dazu einige Erläuterungen. Der Strafprozess. Die BRD führt derzeit beim Amtsgericht Dorsten, Schöffengericht, das heißt Straferwartung zwischen 2 und 4 Jahren Gefängnis, ein Strafverfahren gegen den Verfasser wegen Bekenntnis des katholischen Glaubens, strafbar unter anderem gemäß StGB Paragraph 344 und VStGB Artikel 6. Der Verfasser ist römisch-katholischer Priester und tritt dementsprechend auch als solcher auf. Bereits am ersten Verhandlungstag, 26.05.2011, musste Richter Wolfhard Timm gestehen, dass der Verfasser schlichtweg nicht zur Last gelegt werden konnte und wollte dementsprechend das Verfahren einstellen. Staatsanwalt Joachim Lichtenhagen forderte aber darauf hin, dass die Gültigkeit der Priesterweihe untersucht würde. Wohlgemerkt, der Verfasser hatte bereits mehrfach klar nachgewiesen, dass seine Priesterweihe allgemein als gültig bekannt und ausdrücklich anerkannt ist, und zwar auch durch zahlreiche Schreiben der Vorgruppe des sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils, V2. Auf der vom Verfasser gegründeten Internetseite Kirche zu mitreden sind exemplarisch einige diesbezügliche Texte schon seit vielen Jahren veröffentlicht. Siehe Bistum Freiburg gegen Bischof Schmitz, 30.11.2000. Trotzdem oder deswegen wurde Schüller beauftragt zu untersuchen, ob der Verfasser wirksam durch einen dazu berufenen und befähigten Geistlichen zu einem auch von der katholischen Amtskirche anzuerkennenden Priester geweiht worden ist. Der Gutachter. Thomas Schüller ist sogenannter Kirchenrechtler beim Institut für kanonisches Recht der Universität Münster. Er arbeitet also für die V2-Gruppe. Bekannt ist Schüller als Unterzeichner des sogenannten Memorandum Kirche 2011, ein notwendiger Aufbruch, wo es unter anderem heißt, die Kirche braucht auch verheiratete Priester und Frauen im kirchlichen Amt. Die kirchliche Hochschätzung der Ehe und der ehelosen Lebensform steht außer Frage, aber sie gebietet nicht, Menschen auszuschließen, die Liebe, Treue und gegenseitige Sorge in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft oder als wiederverheiratete Geschiedene verantwortlich leben. Kurzum, das Memorandum ist offene Rebellion gegen die gottgegebene Ordnung, das heißt typisch für die V2-Gruppe. Es sollte zu denken geben, wenn ausgerechnet jemand, der sich für Priesterinnen, für notorische Ehebrecher etc. einsetzt und vor allem der sich zum V2 bekennt, sich als Gutachter gegen einen römisch-katholischen Priester aufspielt. Weihegültigkeit. Schüller ignoriert die oben genannten glasklaren und unmissverständlichen Aussagen seines eigenen Vereins, das heißt der V2-Gruppe, kurzerhand vollkommen. Wichtig: Außerdem wurde die Gültigkeit der Sukzession, Weihelinie, auch von der echten katholischen Kirche klar festgestellt. Siehe die vom Verfasser öffentlich genannten Entscheidungen zu Josef Maria Thiessen unter Pius dem 11. Verbot der Weiheausübung und Pius dem 12. Dispens vom Zölibat. Sogar nachdem Thiessen wieder von der Kirche abgefallen war und dann von demselben Bischof, et est Alois Stumpfel, der Priesterweihe, auch noch die Bischofsweihe empfangen hatte, hat die Kirche niemals behauptet, Thiessen sei nicht gültig geweiht worden. Schüller erwähnt nur erstere kirchliche Entscheidung bezüglich Thiessen, das heißt das Verbot der Weihausübung. Gemäß Schüller ist es ein Kurzschluss, diese erstere Entscheidung als Beweis für die Anerkennung der Weihe aufzufassen. Schüller ist diesbezügliche Behauptung, weil das heilige Offizium dies auch aus klarstellenden Gründen getan haben kann, um einen Rechtsschein zu beseitigen. Letztlich sind diese Sachverhalte nicht zweifelsfrei aufzuklären. Unklar bleibt, inwiefern eine zumindest möglicherweise irreführende Aussage zur Weihegültigkeit klarstellend sein kann. Unklar bleibt, inwiefern eine
Welcher Rechtsschein überhaupt vorgelegen haben könnte und worin dann seine Beseitigung bestanden haben sollte. Unklar bleibt, warum diesen dann überhaupt mit dem Zölibat belastet wurde, dessen Abschaffung notabene Schüler so vehement fordert. Der Verfasser glaubt keineswegs, dass diese Sachverhalte nicht zweifelsfrei aufzuklären sind. Ganz im Gegenteil. Die V2-Gruppe hat vermutlich, ob im Vatikan oder in Köln, wo Thiessen lebte, durchaus die Unterlagen. Hier nicht gründlich nachzuforschen, was ja notabene der eigentliche Sinn dieses Gutachtens gewesen sein musste, kann vielleicht als Ignorantia affectata erklärt werden, das heißt als niemals schuldmindernde, aber oft schuldmehrende angestrebte Unwissenheit. Man will eben die Dokumente nicht ans Licht bringen, mit denen die Aussagen des Verfassers nochmals bestätigt werden. Hellste Verdunkelung pur. Aber auch wenn diese Sachverhalte nicht zweifelsfrei aufzuklären sind, warum gab es dann von Schüllers Gruppe so vollkommen zweifelsfreie Urteile zur Gültigkeit der Schmidtsweihe? Sie wiederum die oben genannte Belege, darunter A. Katholisches Pfarramt Heiligkreuz, 773 Willingen, den 17. Oktober 1973 an den hochwürdigsten Herrn Bischof der altrömisch-katholischen Kirche, Herrn Pater Georg Schmitz. Sehr geehrter, hochwürdigster Herr Bischof, am Sonntag, 28. Oktober 1973, wird unser neues Gotteshaus vom hochwürdigsten Herrn Erzbischof Dr. Hermann Schaufele feierlich konsekriert. B. Karl Nedinger, Weihbischof in Freiburg, Freiburg im Breisgau, den 2. April 1975, an Hochwürden Herrn Bischof, Weihbischof Pater Georg Schmitz. Sehr geehrter Herr Weihbischof, für Ihre Zeilen zum Osterfest danke ich Ihnen aufrichtig. Auch ich bin darüber sehr befriedigt, dass Sie die Erlaubnis zur Zelebration in einer katholischen Kapelle im Stadtzentrum erhalten haben. C. Das Domkapitel 64 Fulda, den 12. Oktober 1977, an Herrn Weihbischof Pater Georg Schmitz, BC. Sehr geehrter Herr Weihbischof, dankend bestätige ich den Eingang Ihres Schreibens vom 8. Oktober 1977. Nachdem die Bauarbeiten im Dom abgeschlossen sind, besteht die Möglichkeit, wie in den vergangenen Jahren am Samstag, dem 29. Oktober 1977, um 10 Uhr am Grabaltar des heiligen Bonifatius eine heilige Messe zu feiern. D. Dr. H.C. Karl Gnedinger, Weihbischof in Freiburg, 7800 Freiburg, den 12. August 1989, an Tridentinisches Messzentrum St. Gebhard. Verehrter, lieber Herr Bischof, am 15. August, dem Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel, können Sie auf 25 Jahre priesterlichen Wirkens zurückschauen und das silberne Priesterjubiläum feiern. Ich beglückwünsche Sie dazu von Herzen und nehme an Ihrem Festtag freudigen Anteil. Das sind zwar nur wenige Beispiele, aber trotzdem. Wie kann die V2-Gruppe so absolut felsenfest die Gültigkeit der Schmitz-Bischofsweihe erklären und im selben Atemzug die Gültigkeit der Lingenpriesterweihe ins Ungewisse stellen? Obendrein erklärt Schüler selbst: Wenn man die Behauptungen des Angeklagten, Herr Alois Stumpfel, sei gültig geweihter Bischof gewesen und habe die Herren Josef Maria Thiessen und Friedrich Wiecher zu Bischöfen geweiht, als wahr unterstellt, wird man nicht umhin können, den Weihevater des Angeklagten als tauglichen Spender der Priesterweihe anzunehmen. Also basierten dann die ganzen Kontakte der V2-Gruppe selbst zum ausdrücklich hochwürdigsten Herrn Bischof Schmitz nur auf Unterstellungen Weiheerlaubtheit. Damit der Angeklagte anerkannter Priester in der katholischen Kirche ist, müsste er auch erlaubt geweiht worden sein. Schüller behauptet, die V2-Gruppe sei die katholische Kirche. Zugegeben, eigentlich dreht sich die Frage gar nicht um die Priesterweihe des Verfassers, sondern um die unfehlbare Lehre der Kirche, genauer um das Wesen und Fortleben der Kirche überhaupt. Denn die V2-Gruppe weist nicht die unfehlbar notwendigen Wesensmerkmale der Kirche auf: einig, heilig, katholisch und apostolisch. Kann also unmöglich die katholische Kirche sein. Indem man den Verfasser als Betrüger hinsichtlich seiner Priesterweihe verleumdet, will man eigentlich erreichen, dass gleichzeitig der von ihm vertretene sogenannte Sedisvagantismus, et est, der bislang letzte Papst Pius XII., als Betrug erscheint. Objektiv haben diese beiden Fragen eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Schließlich ist der Verfasser weder der erste noch der einzige Sedisvagantist. Vor allem aber, der Verfasser hat niemals behauptet, Priester der V2-Gruppe zu sein, ganz im Gegenteil. Der Verfasser weist auch immer wieder darauf hin, dass infolge der Defekte bei Form und Materie die sogenannten Priester und Bischöfe der V2-Gruppe üblicherweise einfache Laien sind. Die Ausführungen Schillers, dass der Verfasser nicht zur V2-Gruppe gehört und somit auch nicht Priester der V2-Gruppe ist, sind faktisch bloße Propaganda, dass die V2-Gruppe eben doch die katholische Kirche sei. Die seitenlangen Ausführungen in Sachen Erlaubtheit gehen somit am eigentlichen Thema des Strafprozesses und des Recht des Gutachtens vollkommen vorbei.
Sie sind an sich vollkommen gegenstandslos, solange sie nur auf einer Falschaussage des dem vollkommenen Zirkelschluss beruhen, dass die V2-Gruppe die katholische Kirche sei. Schisma. Schüller. Der Angeklagte leugnet beharrlich, dass der amtierende Papst rechtmäßiger Nachfolger der Apostel ist. Dieser abstruse Gedankengang mag ihn zu der Annahme verleiten, dass Benedikt XVI. Nicht Papst ist und er, sich so also auch die Verweigerung der Unterordnung unter ihnen nicht strafbar sein könne. Gleichwohl schützen Wahnvorstellungen nicht vor der Möglichkeit, eine Strafbarkeit zu begehen. Möglicherweise ist aber die Zurechenbarkeit sowie die Schuldfähigkeit hiervon berührt. Jedenfalls ist der objektive Tatbestand des Schismas auf Seiten des Angeklagten erfüllt. Hier bietet Schüller absolut alles auf, was die V2-Gruppe argumentativ zu bieten hat, um den absolut unverzichtbar schuldigen Beweis zu erbringen, die katholische Kirche zu sein. Absolut gar nichts. Die Auseinandersetzung mit den oben genannten Argumenten für den Selbstbekanntismus fällt immerhin etwas ausführlicher aus. Diese werden als abstrus, wenn nicht gar als Wahnvorstellungen hingestellt. Zugegeben, in den über 15 Jahren seines priesterlichen Wirkens hat der Verfasser seitens der V2-Gruppe nie eine bessere Argumentation erhalten. Allerdings bediente sich die V2-Gruppe zusätzlich noch ruinöser Verurteilungen gegen den Verfasser, unter anderem mit ihrem ausdrücklichen Eingeständnis, dass der Verfasser offensichtlich nur durch Ausschöpfung des gesetzlichen Ordnungsmittelrahmens zu einem rechtstreuen Verhalten veranlasst werden könne. Anwaltsschreiben in Bestrafungsverfahren gegen den Verfasser 2004. Das Verfahren endete mit Gefängnisverurteilung. Mit rechtstreuem Verhalten ist dabei die Abschwörung vom katholischen Glauben gemeint. Kurzum, es gibt außer energischen Zwangsmaßnahmen keinerlei Anhaltspunkte, die sichtbaren Oberhäupter der V2-Gruppe als Päpste anzuerkennen, aber reihenweise massive Gegengründe. Das heißt, nicht der Verfasser ist von der Kirche getrennt, schismatisch, sondern die Mitglieder der V2-Gruppe. Wer nun an den Autobahn-Geisterfahrerwitz denkt, informiere sich bitte über die katholische Lehre vom großen Glaubensabfall. Wird der Menschensohn, wenn er kommt, noch Glauben finden? Lukas 18,8. Häresie. Schüller. Mithin erfüllt die beharrliche Leugnung der Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils, das als ökumenisches Konzil gemäß Kanon 337, Paragraph 1 im Verbund mit Kanon 336 im Verbund mit dem Papst die höchste Gewalt im Hinblick auf die Gesamtkirche ausgeübt hat und dessen Lehren gemäß Kanon 749, Paragraph 2 unfehlbar und gemäß Kanon 57, Paragraph 1 von feierlichen Lehren vorgelegt worden und Kraft göttlichen und katholischen Glaubens zu glauben sind. Punkt. Der Satz ist unvollständig. Gemeint ist wohl, zu glauben sind, den Tatbestand der Häresie. Hier zunächst der Kanon 749, Paragraph 2 des Codex Juris Canonici CEC, womit aber nicht das kirchliche Gesetzbuch von 1917, sondern dessen Verballhornung seitens der V2-Gruppe von 1983 gemeint ist. Unfehlbarkeit im Lehramt besitzt auch das Bischofskollegium, wann immer die Bischöfe auf einem ökumenischen Konzil versammelt ihr Lehramt ausüben, indem sie als Lehrer und Richter über Glaube und Sitte für die ganze Kirche eine Glaubens- oder Sittenlehre definitiv als verpflichtend erklären. Oder wann immer sie über die Welt verstreut unter Wahrung der Gemeinschaft untereinander und mit dem Nachfolger Petri zusammen mit eben dem Papste in authentischer Lehre über Sachen des Glaubens oder der Sitte zu einem und demselben als definitiv verpflichtenden Urteil gelangen. Nun mal Butter bei die Fische. Welche Glaubens- oder Sittenlehre haben die Bischöfe auf V2 definitiv als verpflichtend erklärt? Richtig, gar keine. V2 wird deshalb als Pastoralkonzil bezeichnet, eben weil es kein einziges Dogma verkündet hat. Vergleiche Karl Rahner, Herbert Vorgrimmler, Kleines Konzilskompendium, Freiburg 19, 1986, 361. Das Konzil wollte zwar keine neuen Dogmen definieren, aber seine dogmatischen Konstitutionen stellen Aussagen des höchsten Lehramtes der katholischen Kirche dar, die das Gewissen des katholischen Christen, auch der Lehrenden, bindenden und nicht als pastorale Erbaulichkeiten abgetan werden dürfen. Also objektiv kann auch innerhalb der V2-Ideologie niemand, der eine V2-eigentümliche Aussage nicht glaubt, als Heretiker gelten. Sicherlich, Schüller steht bereits unlöslich im Widerspruch zu Kanon 749, Paragraph 2. Schüller behauptet ja klar wahrheitswidrig, dass in den V2-Texten eine Glaubens- oder Sittenlehre definitiv als verpflichtend erklärt worden wäre. Bemerkenswert, Schüller nimmt dafür kein einziges Beispiel. Und Kanon 749, Paragraph 3 setzt sogar noch nach. Als unfehlbar definiert ist eine Lehre nur anzusehen, wenn dies offensichtlich feststeht. Es steht offensichtlich fest, dass V2 keine Lehre unfehlbar definiert hat. Um es konkret zu veranschaulichen.
Ein V2 eigentümlicher Text ist die Aussage, der Geist Christi habe sich gewürdigt, nicht-katholische Gemeinschaften als Mittel des Heiles zu gebrauchen. Unitatis Redintegratio 1,3. Selbst wer diese Aussage hartnäckigst leugnet, kann unmöglich Heretiker sein, denn vollkommen offensichtlich wurde diese Aussage nicht unfehlbar definiert. Allerdings ist jeder, der diese Aussage für wahr hält, ein Heretiker, denn hiermit wird das Dogma von der Heilsnotwendigkeit der Kirche ausdrücklich geleugnet. Damit ist jeder, der sich zu V2 bekennt, ein Heretiker und dementsprechend kein Mitglied der Kirche. Aber natürlich sprudelt die V2-Gruppe nur so über von Heresien, siehe zum Beispiel die öffentliche Leugnung des Sühnetodes Christi durch den sogenannten Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch. Also, ein bewiesenermaßen notorischer Verleumder, Schismatiker und Heretiker behauptet ohne jede Argumentation und gegen alle Fakten sowie gegen alle Logik, dass der Verfasser ein Schismatiker und Heretiker sei. Studienzeit. Schüller. Es könnten darüber hinaus weitere Gründe zur Unerlaubtheit seiner Weihe vorliegen. Gemäß Kanon 1050 CEC Nummer 1 müsste er die gemäß Kanon 1032 Paragraph 1 erforderliche Studienzeit nachgewiesen haben. Hierzu ist nichts ersichtlich. Mithin ist anzunehmen, dass der Angeklagte die Studien nicht geleistet hat. An und für sich verdient das Gutachten sowieso das Prädikat völlig ungenügend. Aber selbst wer die theologischen Hintergründe nicht wahrhaben will, muss spätestens hier anerkennen, wie es um die Wahrheitsliebe der V2-Gruppe bestellt ist. Der Verfasser setzt unter zahlreichen Publikationen den Hinweis, Rolf Hermann Lingen, geboren 1967 in Recklinghausen, begann nach Abitur 1986 Durchschnitt 1,6 und Bundeswehr 1987 das Studium Katholische Theologie für das Priesteramt in Bochum. 1995 machte er das Diplom Katholische Theologie mit dem Prädikat sehr gut in Chur. Insofern wirkt die Annahme Schüllers etwas kühn, dass der Angeklagte die Studie nicht geleistet hat. Man sollte Schüllers Annahme jetzt in aller Ruhe bedenken. Bei der Hauptverhandlung wurde von der Justiz dem Verfasser nachdrücklich eingeschärft, dass er sich dem Gutachten unbedingt völlig unterwerfen müsse. Andernfalls werde er unausweichlich bestraft. Der Verfasser ist somit gezwungen anzunehmen, dass er die Studien der V2-Gruppe nicht geleistet hat. Der Verfasser ist somit gezwungen, sein V2-Diplom zum Beispiel als Wahnvorstellung zu deklarieren. Das ist meine Wahnvorstellung. Vollkommener Irrsinn der Justiz? Ja, zweifelsfrei. Aber nur lächerlich geringfügiger Irrsinn im Vergleich zu der Tatsache, dass der Verfasser sich einer nur durch absurden Zirkelschluss und zügellose Gewalt begründeten, unleugbar falschen Aussage unterwerfen soll. Natürlich wird hier der Verfasser auch in Zukunft der Justiz keinen Gehorsam leisten. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, 29. Eine noch genauere Analyse dieses Pseudogutachtens erübrigt sich. Strafverfahren gegen Thomas Schüller. Schüller ist unter anderem schuldig der sehr schweren Verleumdung. Deshalb wird hiermit Strafanzeige mit Strafantrag gegen ihn gestellt. Schüller müsste zu seiner Verteidigung einen Nachweis vorlegen, dass die V2-Gruppe die katholische Kirche ist. Zirkelschlüsse zählen nicht, sondern sind nur weitere Schuldbeweise. Außerdem müsste Schüller genau benennen, welche Dogmen der Verfasser geleugnet hat. Der Strafprozess gegen den Verfasser ist durch das Pseudogutachten einmal mehr nachdrücklich als absolut unentschuldbare, schwerste Straftat bewiesen. Es gibt schlicht rein gar nichts, was dem Verfasser zur Last gelegt werden kann. Alles basiert auf völliger Verdrehung klarer Fakten, namentlich auf der Lüge, dass die heretische V2-Gruppe die katholische Kirche ist. Insofern ist das Gutachten immerhin ein Teilerfolg. Die Position des Verfassers wird wieder einmal aufs Glänzende als unleugbar eindeutig richtig bestätigt.